So, Abstimmung ist durch. Neue Folgenlänge. Gleich wird's verraten. Und ab geht's. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory mit dem guten Ragnar. Und ja, die Abstimmung ist endlich durch. Und ich bin, ich glaube, da drüben, da auf der anderen Seite. Also da, wo ich mit dem Finger nicht mehr hinkomme, blende ich euch das Ergebnis ein. Es ist 83 zu 16% für eine volle Stunde. Das heißt, die Folgen werden ab hier wieder ein bisschen länger. Und ja, wir steigen trotzdem jetzt gleich ein, verschenken hier keine Zeit. Wir waren ja hier dabei, den Stahlbeton ans Laufen zu bringen. Mittlerweile ist die Produktion schön vollgelaufen. Das heißt, das steht alles. Und wir können endlich, zack, den Manufaktor ans Laufen bringen. Und dann liefert der uns Stahlbeton. Ist das nicht herrlich? Das Ganze nimmt Fahrt auf. Sehr, sehr schön. Und dann habe ich schon ein bisschen was vorbereitet tatsächlich für die Folge. Meine Ressourcen wahrscheinlich wieder nicht. Ja, hält sich in Grenzen. Aber ich habe hier schon mal die maximale Ausdehnung unseres letzten Gebäudes festgelegt. So groß darf das Ganze sein. Ne, es geht maximal. Man könnte es auch hier einen weiterziehen. Ne? Na egal, anderes Thema. Will ich gar nicht drüber reden. Und hier soll rein tatsächlich am Ende ein Manufaktor, also wahrscheinlich im zweiten, nee, im ersten UG dann, nicht im Erdgeschoss. Und ich will produzieren jetzt nach und nach. Wir gehen die Produktionsreihe einfach durch. Rotor, Stator und Motor. Wir fangen erstmal an mit dem Rotor. Das sollte ja noch relativ flott gehen. Nur dass wir dafür halt eine ganze Menge Eisen brauchen. Das ist erstmal ja gar nicht das Problem. Ich habe schon mal die Eisenlane hier rangelegt, damit das relativ flott geht. Dann gehe ich hier einmal so durch. Zack. Und dann können wir nämlich schon mal hier ran. Und wenn wir das nämlich hier hinlegen. Den hier habe ich mir eigentlich da hingesetzt. Obwohl, den kann ich eigentlich auch da hinten hinsetzen. Zack, der soll ja hier rein. Wie wir das alles letztendlich verteilen, schauen wir mal. Von da soll das auf jeden Fall alles kommen. Und dann würde der. Na, ich lasse nach hinten mal ein bisschen Platz. Da werde ich garantiert noch irgendwie Ressourcen hinschaufeln wollen. So, das heißt, der kommt, kriegt von der Seite. Und das heißt, das Eisen werde ich hier erstmal an der Wand lang legen, damit mir das Fließband nicht auf den Sack geht. Kann aber ruhig. Kann das mit Fenstern? Ja, das kann mit Fenstern. Das geht, glaube ich. So, und dann kommt hier nämlich die nette neue Wandhalterung ran, die wir ja jetzt haben. Muss nur auf der richtigen Höhe sein. Ich glaube, das ist die richtige Höhe. Ich komme hier tatsächlich mit den ganzen Taskleisten, die ich mir so schön gebaut habe, echt durcheinander. So, und dann würde ich einfach einmal hier einen Fördermast hinsetzen. Können wir da so nah ran? Mal gucken, wie scheiße das aussieht. Ich habe gleich eine Wand. Nee, da müssen wir. Ah, Moment. Ich war ein Dummkopf. Ich muss mal einmal gucken, wie weit ich hier mit dem ran kann. Ich glaube, nur bis. Kann man den dann von außen sehen? Das will ich ja eigentlich nicht. Nö. Sehr schön. Also kommt auf die Höhe ein Förderband. Zack. Irgendwie müssen wir den ganzen Scheißer verteilen. Ach komm. Ehrlich? Zack. Instant wieder genervt. So, jetzt passt das ja wohl, oder was? Ja. Was ist denn das hier für Knick? Das sah ja gerade etwas seltsam aus. Okay. Gut, aber hier haben wir erstmal das Eisen. Und wir müssen jetzt erstmal hier ordentlich ein paar Schmelzen versorgen. Ich meine, zwei müssen es sein. Die hier dann erstmal hinkommen. Oh, das. Ich habe, glaube ich, schon wieder nicht nachgedacht, aber das ist nicht so schlimm. So, das geht bis hier. Passt das so? Das sollte so passen.
Zack, zack. Dann setzen wir zwei Splitter ran. Die kriegen einmal von da. Passt das? Das müsste passen, oder? Und du kriegst auch von da. Zack. Haben wir schon mal die beiden schmelzen. Denn wir brauchen ja... Ich muss mal nebenbei immer mal so ein bisschen rechnen. Mal schauen, wie gut ich das kann. Stell mal ein hier. 100 Schrauben und 20 Eisenstangen. Wir fangen erstmal ganz zutsche an mit den Eisenstangen. Die haben wir relativ schnell gemacht. So, Produktion. Ein Konstruktor gleich daneben. Zack. Ist der, hat er eigentlich ungefähr die gleiche Tiefe? Was ist denn das für ein Tinnef? Das ist der richtige Tinnef, aber gut. Dann ragt er halt ein weiter in den Raum rein. Lässt sich nicht ändern. So, ihr macht bitte Eisenbarren. Und damit könnt ihr dann auch gleich anfangen. Ihr kriegt da jetzt mal Strom. Zack. Dann könnt ihr nämlich schon mal hier in Vorleistung gehen, wie sich das gehört. Zack. Und wir müssen eh noch einen höher. Da oben kommen nämlich jetzt die Kabel lang. Na komm. So, 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 so. Na, geht doch. Ich baue auch immer schön eng, oder? Da sieht nachher kein Schwein mehr durch. Ich sag euch das. Ich finde es übrigens sehr, sehr schade, dass man hier nicht durchscrollen kann, während man irgendwas im Bauen hat. Also irgendwas zum Bauen ausgewählt. Finde ich extrem ärgerlich, aber gut. Man kann nicht alles haben. Ist eigentlich alles wieder an? Habe ich alles wieder angestellt? Ja, 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 ja. Mike ist auch an. Sehr schön. Ich bin ja immer so ein Experte und verkacke irgendwelche Sachen, ne? So, dann kriegst du schon mal Saft. Und du. Na, auch. Wo holen wir den Saft nachher her? Von da oben, wa? Ja, ich glaube, das finde ich gut. Zack. Dann setzen wir hier schon mal ein paar Dings ran. Und da so einen doppelseitigen Klick. Und dann geht's hier weiter. Zack. 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 Auch so ein bisschen den Strom schön verlegen kann ich auch gut machen. Ne? Ah, laut, 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 laut. Den habe ich übrigens ein bisschen gedreht, damit das Gebäude hier noch hinpasst. Ne, ich habe mir hier schon etwas mehr Platz rausgenommen als für das da. Und weil ich glaube, den werden wir ziemlich dringend brauchen. So, der ist schon fleißig bei. Ja. Herrlich. Ich habe zu wenig Eisen auf der Lane. Das ist ja super. Ne, ich habe hier einfach nichts verbunden. Das ist ja KLUK. Zack. Jetzt kriegt er auch. Sehr schön. Voll ausgelastet und voll ausgelastet. Das ist ja herrlich. Schön. So, du sollst dann erstmal unsere Eisenstangen fertig machen. Der braucht 15 Eisenbarren pro Minute. Ihr produziert 30. Das heißt, wir haben noch 45 Ü. Wir brauchen aber viel mehr Eisenstangen, weil wir auch noch Schrauben machen müssen. So. Dann gucken wir mal erstmal. Wir brauchen 100 Schrauben. Das ist eine Menge. Das ist eine ganze Menge. Dann müssen wir erstmal gucken, wie viel. 10 pro Minute. Und dann gehen 40 raus. Da brauche ich nur 3 Stück. Das ist ja super. Dann brauche ich ja nur 3, das heißt 30. Du produzierst 15. Und ich brauche noch ein bisschen mehr für das Ding da hinten. 20 waren es, glaube ich, ne? 30 brauche ich. Brauche ich 3x Eisenstangen. Okay, machen wir erstmal 3x Eisenstangen. Zack. Und. Quatsch. Konstruktor, komm. Und jetzt fehlen mir Kabel. Na, so ein Scheiß.
So, und du brauchst 15 Barren und wir produzieren 60. Oh, perfekt. Perfekt. Aber gut, wir holen uns erstmal Kabel. Die Stelzen sind so geil. Zack. Oh, das war dumm. Und die Kabel sind immer noch hier hinten. Hier muss ich mal wieder ein bisschen schön bauen, oder? Das sieht hier immer noch viel zu sehr nach Kuddelmuddel aus. So, einmal die Kabel wieder voll machen. Brauche ich noch irgendwas? Schwere Eisenplatten habe ich mehr als genug. Da habe ich auch noch genug. Aber ich kann gleich ein bisschen Beton mitnehmen, ne? Zack. Wenn wir schon mal hier sind. Zack, zack, zack. Eisenstangen, Platten habe ich auch nicht mehr so viele. Hier ist alles voll. Ist ja auch schön. Ich sehe das schon kommen, dass mir irgendwann wieder der Strom abkackt. Weil ich hier nichts geschissen kriege. So. Das haben wir. Dann brauchen wir jetzt Logistik. Ne, nicht wundern, dass ich das immer mit denen baue, aber ich finde das irgendwie ästhetischer. Wenn das denn überall einheitlich das vorsitzt. So. Ne, warte mal, da brauche ich einen Fusionator erstmal noch. Ich Dummbatz. Förderband, Fusionator. Und nach da weg. Sehr schön. Zack, zack. Zack, zack. So, dann drei Konstruktoren. Ich weiß schon wieder nicht, ob ich richtig rechne, ne? Ich mach das wieder so hastig hier. Das ist nicht gesund. So. Daraus werden jetzt 45 Eisenstangen. Und ich brauche... Obwohl, den kann ich denn runtertappen eigentlich auch. Der muss ja nur 20 machen. Dann haut er 20 pro Minute raus und braucht nur 5. So, dann komme ich genau auf 100 mit meinen 3. Und brauche 25 Eisenstangen von 45. Und dann passt das perfekt. Das ist ja einwandfrei. Guti. Schön. So, aber du sollst jetzt erstmal noch volle Lotte Eisenstangen produzieren. Zack. Und die nächsten 3 bekommen dann auch wieder von hinten. 1, 2, 3. Ja, das ist so, glaube ich, gut. Förderband Splitter kommt von da rein. Jo, was ist hier los? So. Und so. Von da nach da. Von da nach da. Nach. Na klar. Da nach da. Nach da. Nach da. So, jetzt kommt dahinter wieder. So, ihr macht alle Schraubens. Du machst Schrauben. Du machst Schrauben. Und du machst nur halb so schnell Schrauben. Zack. Dann müssten wir genau auf Stand sein. 1, 2, 3, da sind sie. So, dann brauche ich hier einen Fusionator. Und zwar ab hier. 1, 2 und 3. Na gut, dass ich diese Stelzen habe. Meine Güte. So. 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 Oh, wir sollten richtig rummachen. So. So, und dann brauchen wir hier wieder die Splitter. Die können aber auch schon mal vorproduzieren jetzt, glaube ich. Ja, können sie. Können sie, oder? Ja. Habe ich, glaube ich, nichts. Ach, komm schon.
Wo mache ich meine Wände? Da habe ich meine Wände. Das geht schneller von der Hand, als ich gerade erwartet hätte. Was ich da gefrickelt habe beim ersten Mal, ne? Ist ja unglaublich. So, hier müsste das nämlich schon alles schön stacken. Jo. Obwohl. Nee, Moment mal. Zack, die holen wir einmal raus. Und die holen wir auch einmal raus. Und dann befüllen wir die nämlich auch gleich. Zack. Und zack, dann geht die nämlich da noch nicht ans Band. Und ihr macht jetzt hier ruckizucki die voll. Okay. Dann bauen wir erstmal weiter die Fließbänder. So. Ihr braucht erstmal was zu futtern, ne? So, Logistik. Förderband Splitter. Damit geht's weiter. Kommt von da, geht nach da. Ist das richtig? Ja. Hier passt. Und was ist denn das jetzt? Schön, dass du mir die falschen anzeigst. Oh mein Gott. Und du auch noch. Dann kriegen die alle schon mal wieder Futter. Ach komm schon. Da. So, von hier nach da. Von hier nach da. Von da nach da. Und von hier nach da. Und da nach da. Und dann sollten wir tatsächlich alles haben. Ach, und hier müssen wir sogar noch weiter splitten. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Denn hier muss ja am Ende tatsächlich noch Dings hier ran. Na? Ich brauche die Eisenstangen da hinten auch noch. Ja. Ich habe eine Überproduktion. Alles cool. Es muss nur alles irgendwie funktionieren nachher. So, hier haben wir schon mal 53 voll. Das ist schön. Das heißt, wir können hier auch den letzten voll machen. Gut. Die übrigen 10. Wo bin ich denn jetzt hier? Können von mir aus hier wieder rein. Na komm. Weg damit. So, dann können die nämlich bald anfangen zu arbeiten. Und dann muss ich ja jetzt tatsächlich mal überlegen, wie ich den hier positioniere. Ich kann den ja. Ich hätte ja gedacht, ich komme weiter rein. Aber das ist gar nicht der Fall. Kann ich nämlich einfach so machen. Da hinten habe ich noch ein bisschen Luft dann. Mache ich das so? Nee, doch. Nee, ja, nein. Ich mag Kekse. So. Frickel, frickel, frickel. Ja, wir machen. Na komm, setzen wir den sauber. Setzen wir den so. So, und dann kommt tatsächlich alles über ein Band auch, ne? Man darf gespannt sein, ob das funktioniert. Ich befürchte, das wird verstopfen. Das ist ja uncool. Shit. Das habe ich natürlich nicht bedacht. Nee, gar nicht. Die Schrauben kommen dann von hier. Ja, perfekt. Dann ist alles gut. Ich habe nichts gesagt. Alles okay. Alles okay, alles okay. So, Logistik. Setzen wir hier gleich ein Förderband dran. Bin mir nicht sicher, ob ich das so schick finde. Wir gucken mal. Nö, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nö, nö, nö. Wir machen. Dass das nicht so richtig schön hier aus oder anzeigt, wo es herkommt, ist ein bisschen ätzend. Dann gucken wir mal. Ah, wir kommen wieder nicht rum, ne? Das ist so scheiße. Dass da immer so ein Stück weit dieses blöde Gebäude im Weg ist, das wird wieder nicht passen. Nee. Egal. Dann kommt sauber von da. Zack. Und hier haben wir eine eh auf der gleichen Höhe, dann sieht das, glaube ich, ganz sauber aus.
So, brauchen wir wieder Fusionatoren. Logistik. Fusionator. Ja, so ist glaube ich okay. Eine Höhe. Eine Höhe. Eine Höhe. Und meine Güte, ich bin fast stolz auf mich, wie kompakt das geworden ist. Also wenn ich überlege, wie das andere Ding aussieht, ne? So, jetzt müsste das ja relativ symmetrisch aussehen. Sieht es symmetrisch aus? Aber sowas von. Das ist ja der Shit. So, gucken wir mal, sind die Schmelzen voll? Ich gehe einfach mal davon aus. Ja, sehr schön. Dann können wir hier hinten jetzt erstmal den Strom verlegen. Das nach da. Boah, die Stelzen. Eigentlich noch nicht so ganz dran gewöhnt, ne? Meine Güte. So, dann holen wir von da Strom. Von hier kriegst du und du. Und der dritte im Bunde auch. Ich glaube, ich habe jetzt keine Ne, Moment. Schrauben wollen wir noch nicht. Eisenstangen wollen wir. Wer hat denn hier jetzt noch nicht? Ah, du hast noch nicht. Okay. Dann dahin. Und dahin. Ist das okay? Ich glaube, das ist okay. Ja. Gut, dann haben wir jetzt alle Eisenstangen auf volle Lotte. 45 Stück an der Zahl. Und wir verbrauchen 5, 15, 25. Das heißt, 20 bleiben übrig und damit können wir alles sauber produzieren. Das ist eine ganz saubere Sache. Das ist ja die Wucht in Tüten. Geiler Shit. Relativ kompakt das Ganze. Also für gerade erst ausgedacht, finde ich das gut. Da mache ich aber einmal einen Quatsch. Das ist Fusionator. Ja. Ach komm. So. Einfach wegen der Optik. Damit das hier auch alles schick aussieht. Ja, so finde ich das gut. So finde ich das gut. Schön, schön. So, während ich hier vor mich hinstaune, könnte ich eigentlich auch gleich mal ein paar Scheiben weiter bauen. Ne, das läuft hier eh alles erstmal noch nicht. So. Und dann haben wir ja schon mal Rotoren. Herrlich. So. Und diese Rotoren werden dann ja nachher. Also cool wäre halt gleich, wenn ich zwei gebaut hätte, ne? Hätte glaube ich auch Sinn gemacht. Aber ich glaube, ich setze hier einfach nochmal so eine Halle oben drauf. Ne? Die nochmal genau das gleiche herstellt. Nur, dass ich aus denen dann hier die Dings mache. Na? Die. Rezept auswählen, die Motoren. Ne, weil ich brauche ja alles so ein bisschen. Ich brauche auch weiterhin Rotoren, ich brauche weiterhin Statoren. Wahrscheinlich, bestimmt, irgendwie. Hoffe ich einfach mal. Jetzt kann ich auch diese intelligente Beschichtung machen. Das ging vorher. Ach nee, die konnte ich nicht per Hand herstellen. Habe ich auch nicht verstanden, warum das nicht ging. Ach, das sind. Die brauche ich nur für einen Weltraumlift. Das ist ja auch interessant. Das ist ja easy peasy. So, als nächstes kommt dann aber der Stator. Der braucht, glaube ich, ein bisschen mehr Platz. Dadurch, dass wir da Stahl brauchen. Aber das sollte trotzdem funktionieren. Wir gucken mal, wie weit die hier sind. Die produzieren ja recht flott. Und der produziert noch gar nicht. Noch schon bei 22. Und Eisenstangen. Ach, die kann ich auch auffüllen, oder?
Ich hole die jetzt einfach aus dem Lager. Zack. Jedes Mal fahre ich da runter. Was ein Scheiß. Dann mache ich da nämlich einfach einmal voll. Ist ja überhaupt kein Ding. Eisenplatten. Eisenstangen. Zack. So dass ich da gleich alles weiterverkabeln kann. Dann kann die Produktion da schon mal. Ich kann auch gleich Schrauben mitnehmen, wenn ich schon mal hier bin. Habe ich da noch Platz für? Nee. Wie meine ich das mit den Schrauben? Ich habe ja auch eine Wegfindung gebaut, meine Güte. Ich nehme einfach von hier mit. Zwei Packen. Ich denke, ist das gut. Zack. So. Und ich sehe überhaupt nicht, was ich hier mache. Meine Güte. Hallo, allerliebste Lieblingsnetti. So. Das klingt richtig gut. Ja. Das klingt nach, ich habe keinen Bock. So, die haben wir voll, die haben wir voll, die haben wir voll. Dann haben wir die auch voll. So, dann machen wir hier einmal Schrauben rein. Die er natürlich gleich ausspuckt, logischerweise. Macht ja nur Sinn. Aber die sind dann schnell wieder nachproduziert. So, sind die drei auch voll. Und dann kann das Ganze schon fast ans Netz gehen. Das ist doch schön. So. Dann kicken wir einmal, dass hier alles Strom kriegt. Einmal dahin, einmal dahin. Von da nach hier. Und dann, ja, komm, geht alles ran, dann läuft das schon. Ich glaube nicht, dass ich hier in großartige Was ist denn hier los? Schwierigkeiten komme. So, dann hat der. Und ihr beide kriegt von dem. So, so. Und der letzte, nämlich der Manufaktor, kriegt von hier. Den ich auch einmal auffüllen könnte. Zack. Nur, dass ich keine Schrauben mehr habe. Das ist ein bisschen doof. Aber gut. Hm, wie mache ich denn das? Achso, der muss ich erstmal mit... Wieso bist du nicht mit Stangen voll? Willst du mich rollen? Voll machen. Auch voll machen. Und eigentlich nehme ich dir die wieder weg. Du kannst die Schrauben eigentlich so herstellen. Nee, dir gerade nicht. Du bleibst voll, weil du nur auf halbe Kraft produzierst. Dir nehmen wir das weg. Gib mal Gas hier. So, dann können wir nämlich hier die Schrauben doch voll machen. So. Zack. Und weil wir sie ja nicht so sind, kommt die ja auch noch rein. So, und dann kriegst du auch gleich Strom, sobald die hier mit Schrauben wieder aufgefüllt sind. Na komm. Mach mal hier Hälfte, genau. Rein damit. Können das hier ein bisschen verteilen, ne? So. Dann, kleine Feststellung, kriege ich hier, glaube ich, die Stahlproduktion nicht hin. Das wird, glaube ich, zu eng. Das könnte zu eng werden. So, da brauchen wir erstmal eine Gießerei. Wahrscheinlich auch gleich zwei. Und wir brauchen dahinter wieder... Da brauchen wir sogar zwei Zuläufe. Da brauchen wir noch mehr Platz. Das wird ganz schön eng. Aber ich glaube, das machen wir dann tatsächlich einmal. Und dann brauche ich hier Kupfer auch noch drin. Das heißt, ich muss hier oben dann auch nochmal irgendwie ein Fließband langlaufen lassen. Ah, nee. Das ist ja ganz schön gedrungen. Das gefällt mir, glaube ich, nicht. Das gefällt mir, glaube ich, nicht. Dann machen wir das einmal so. Da lassen wir ein bisschen Luft. Ne. Das kommt ein Stockwerk höher. Das macht so keinen Sinn.
Und zwar überhaupt keinen. Dann lasse ich hier doch lieber nachher Platz für den nächsten Manufaktor. Und bastel hier dann nachher die Dings hier. Wir lassen da ein bisschen Platz für die Gänge. Ja, so viel Platz haben wir gar nicht. Kann bis an die Wand ran eigentlich. So. Dann baue ich hier nämlich nachher einfach nur die Dings hier, die Motoren. Ich weiß nicht, was sie schon wieder hat. Sie hat schon wieder eine Macke. So, dann können wir hier aber schon mal die Motoren einstellen. So, ich brauche 10 Rotoren und 10 Statoren pro Minute. Wie viele haut denn der Manufaktor hier raus? Das wäre ja auch mal ganz interessant zu wissen, oder? 4 pro Minute, Alter! Das ist ja mal viel zu wenig. Ja, wie sie halt so ist, ne? Also eigentlich müsste ich hier nochmal so eine Linie lang bauen. Ich glaube, dafür habe ich gar nicht genug Eisen da. So, du kommst erstmal weg hier. Das heißt, da müsste einmal ein Splitter ran. Und da reichen dann auch 2 Einlassen. Und das erstmal weg. Dann kommt hier ein neues Tor ran. Ich mache das jetzt einfach. Ich glaube, ich halte das für eine gute Idee. Wo haben wir es denn? Hier haben wir es. Zack. Und dann brauche ich natürlich die richtige Tür. Was hast du? Na, aber immer. Klauen die Sauerkirschen fort. So, dann brauche ich einmal hier einen Splitter. Zack. Ja, das ist natürlich ganz scheiße. Das will ich so nicht. So, wo brauche ich den jetzt hin? Was, wieso geht denn das jetzt nicht? Achso. Dann würde... Ja, hier reicht auch ein einfacher. Warum soll ich so eine Doppeltür nehmen? Ist ja Blödsinn. War ich gerade ein bisschen aus der Fassung hier. So, dann können wir nämlich so machen. Zack. Und dann haben wir hier einfach einen Förderbandsplitter rein. Logistik und Splitter. Und dann geht er nach links und rechts. Tada! Und dann ist das doch Bombe. Ich habe hier auch theoretisch fast genauso viel Platz. Ich muss nur hier einmal ein bisschen nach oben gehen. Wird das nämlich einfach 4 Teile hoch, dann passt das schon. Oder setze ich das direkt hoch? Ich glaube, ich setze das direkt hoch. Baue das einfach etwas höher. Damit ich hier nicht ins Gehege komme. Das finde ich richtig gut. Das mache ich. Das gefällt mir. Wo habe ich denn meine Fundamente? Da. So, so. So, so. So, so. So, so. So, so. Das müsste ja reichen. Das ist sogar schon einer zu viel. Da kann es dann nachher runtergehen. Ja, richtig geil. Und stehen die hier halt ein bisschen über. Das finde ich ja gar nicht so schlimm. Fein gemacht, Netty. Haben wieder so um die 60, 70 Leute gehört. Ist doch auch schön. Ja, ja. Schön, wie du sowas im Kopf hast. Pappnase. Aber gönn dir. So, Pillar Base. Die kann ich hier nicht raufbauen? Doch, bestimmt, oder? Ach komm. Ja, ja. Wann bist denn das letzte Mal gewesen? So, machen wir das nämlich so. Und hauen dann die Platte drauf. Und ich glaube, dann sieht man davon hier fast nichts. Ein bisschen was sieht man. Ich hoffe, ich kann hier... Wir gucken mal einmal. Kann ich hier Konstruktor draufsetzen? Nicht genug Freiraum. Ah, das finde ich ärgerlich. Das finde ich sehr, sehr ärgerlich. Wie mache ich das? Ich muss ja so einen hier nehmen. Nee, hier. Den auch nicht. Den. Na, wenn das mal nicht scheiße aussieht.
Aber gut, irgendwie muss ich da ja... Wo muss ich eigentlich auch gar nicht. Ich mache das so. Dann nehme ich da einfach Wände. Glaswände. Mache ich das mit Glaswänden? Hier, genau. Zack, zack. Ach nee, das ist so ein Überstand. Das wäre auch scheiße. Nee, das will ich auch nicht. Wie mache ich das? Mit Fenstern. So. Die dienen dann als Stütze. Das ist doch schön. So, dann müssen wir hier noch irgendwie hochkommen, ne? Wäre, glaube ich, auch ganz gut. Machen wir das mit einer Treppe. Hier vorne müsste ich ja noch Platz haben, ein bisschen. Kann ich eigentlich hier eine Treppe hochbauen, oder? Ich glaube, das finde ich gut. Können wir vielleicht auch mal so eine nehmen? Obwohl, das ist nicht eine Höhe, oder? Kommen wir da auf die richtige Höhe? Wie funktionieren die Dinger eigentlich? Die sind total bescheuert. Na. Ach so. Okay. Ich glaube, das ist sogar die richtige Höhe. Ist ja Wahnsinn. Sieht aber scheiße aus und da will ich nicht langlaufen. Dann mache ich es doch lieber mit meinen eigenen. Dann habe ich es wenigstens gleich so, wie ich es will. So, so. Bevor ich wieder lange rumfrickel. Steht ja auch noch falsch. Ach, Markus. Verkacken kannst du gut. So. So. Das weg. Dann einmal um Pudding. Zack. Und zack. Und dann passe ich da wahrscheinlich nicht unter das Förderband. Ich sehe es schon kommen. Und zack. Und zack. So, hier passt es. Und auch hier passt das noch. Super. Wie genial ist das? So, hier müsste jetzt alles voll sein. Dann kann ich den eigentlich schon mal starten, oder? Warum mache ich mir das so schwer? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. So. Und dann kann der jetzt anfangen. Und ich glaube, hier zentral in die Mitte werde ich den Lagercontainer bauen. Zack. Dann wird der von hinten einfach befüllt. Ja. Ne, der zweite Manufaktor steht dann hier in der Regel recht schick daneben. Ich muss den nur auf die gleiche Höhe irgendwie kriegen. Produktion, Manufaktor. Und das müsste dann... So. Kommt das hin? Ist das hier in der Mitte? Nee. Also leicht links muss die Mitte von der Mitte sein. Nee, kommt hin. Sehr schön. Der sitzt und dann können wir nachher irgendwie aber einen Fusionator ranbauen. Nicht genug Freiraum, ach komm. Aber auch der falsche. So, den wollte ich. Aber der geht halt auch nicht ran, egal. Der gibt das Ganze nachher nach da aus. Dann kommt das von hier und geht dann am Ende schön hier rein. Dann machen wir uns nachher einfach ein Fließband nach oben und dann ist das schicki. So, jetzt müssen wir uns aber langsam hier ranhalten. Aber jetzt ist ja nicht mehr so viel umgerechnet hier. So. Tüdelülü. Dahinter. Autosaving. Wieso denn jetzt schon? Schon eine Stunde rum? Ne. Nun gut. Macht euch bereit für den Haken. Das kommt mittlerweile tatsächlich auch bei mir. Ist mir vorher nie aufgefallen. Das ist erst, seit ich dieses Problem mit dem Save Game hatte, habe ich auch dieses Haken beim Autosave. Ich check's halt nicht. Splitter. Und zwar auf... Genau. Der Höhe bitte auch. Kriegt von da und geht bis da. Und das gleiche hier.
Zwei Schmelzen dazu. So nah dran wie geht. Eins. Das wird aber hier Kotzgrenze. Meine Güte. Das wird ja alles interessant. So, dann... Wie mache ich das hier? Ich glaube, ich mache das wieder auch mit Wandhalterung. Zack. Muss ich das? Muss ich eigentlich nicht. Das ist Blödsinn. Ich mache das nicht mit Wandhalterung. Ich mache das ganz normal mit denen hier. Zack. Naja gut, da ist es halt, wie es ist. Das sieht ja mal scheiße aus. Ich mache es, glaube ich, doch mit Wandhalterung. Einfach nur, weil es am Ende stimmiger ist. Das ist hier die Höhe. Kommt hin, ne? Und ich wette, das passt nicht. Doch, das passt. Das ist ja super geil. Zack, zack. Und dann hier rum. Ja, das passt schon. Gut. Daran... Von hier nach daran, von hier nach daran. Und sehr schön. Jetzt gucken wir, jetzt bin ich gespannt, ob ich hier die Fusionatoren hinkriege tatsächlich. Wie gut ist das? Ein Fusionator und das lässt sich hier richtig schön arbeiten. Wo muss es weg? Da muss es weg. Na! Ja. Ups, das war dumm. Der ist, glaube ich, auch falsch gesetzt. Aber gut. Wisst ihr, was ich jetzt einmal mache? Für die Zeit, wo ich hier arbeite, haue ich mir hier einfach diese blöden Platten hin. Das lässt sich einfach wesentlich besser machen. So. So. Förderband Fusionator mit Ausgang nach da. Ist richtig. Ein hier. Ein hier. Na. Daran. 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 Sehr schön. Jetzt kommen, wenn ich mich nicht irre, dreimal Eisenstangen. Zack. Konstruktoren. Und eins. Na komm. Zwei. Und... 3. Und ich habe falsch rum. Ja, super. Oder? Warte. Und du sollst Eisenbahn machen. Und du natürlich auch. Dann haben wir hier ganz viele Eisenbahnen. Die gehen nach hier und hier müssen die Eingänge hin. Na gut. Nochmal umdrehen das Ganze. Hinten gucken, dass wir die Länge einhalten. Ah, hier wird es jetzt mit den Fusionatoren, glaube ich, eng. Ich kann auch einfach die Platten einfach hier lassen, oder? Mache ich das nachher mit Glasplatten, das ist auch schick. Ja. Ich glaube, die müssen ein Stück nach hinten. Damit mir das gefällt. So, dann wieder Fusionator. Aber so. Und nun, jetzt passt's. Und dann kommen hier gleich die Splitter hin. Förderband Splitter. Du kriegst von da. Du kriegst auch von da. Und zu teuer. Ich habe schon wieder keine Kabel mehr. Ich werd verrückt. Das hätte ich nun nicht erwartet. So, so, so. Daran. Du kriegst. Meine Güte, jetzt sehe ich hier aber Tempo vor. Und wir holen Kabel. Auf geht's. Hui und hui. Und diesmal kommt... Ach, wieder nicht geschafft. Scheiße. Aber wir holen fix Kabel. Tü-tü-tü-tü-tü. Und dann haben wir auf jeden Fall schon mal das fertig. Ich werde nachher noch mehr brauchen. Ich nehme gleich ein paar mehr mit. Und... Oh. Das war so nicht gewollt. Aber egal.
Wir müssen eh unten hin, ne? Dies passt schon. Und da sind wir wieder. Das ging doch flott. So. Ich brauche. Sind das drei? Ja, das sind drei. Gut, dann können wir gleich mit dem Splitter machen. Zack. Zu teuer, was fehlt dir? Hä? Ach, ich habe die Intelligenten genommen. Das ist natürlich dumm. Also, nicht unbedingt, aber warum soll ich hier Ressourcen verschenken? So, so, so. Gut. Dann hauen wir hier gleich den Strom ran. Mhm. 1, 2. Boah, irgendwie habe ich gerade einen Knick in der Optik. So, 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 so. Und dann legen wir das hier auch gleich lang, damit das passt. Es wäre auch cleverer, das immer gleich zum Anfang zu machen. Ne? Dann muss ich hier nicht so rumhopsen. So, dann kriegen die Schmelzen auch von hier. Damit man so wenig wie möglich Kabel sieht. So, die können dann schon mal anfangen. Die machen dann die hier nachher voll. So, da kommt rein. Dann brauchen wir hier Fusionatoren. Von nach da rausgeht, genau. So und so. Zack. Zack, 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 zack. So, dann haben wir Eisenstangen und dann brauchen wir jetzt wieder drei davon und machen daraus Schrauben. Zack, 1, 2, 3. Passt. Das kann ich euch eigentlich schon mal sagen, oder? Dass ihr Stangen produzieren könnt. Und du auch nochmal. Zack. So. Und jetzt muss ich selber erstmal gucken. Da gehen Eisenbahnen rein. Das heißt, hier hinten kommt Eisenstangen raus. Sind die jetzt richtig rum? Ja, die sind richtig rum. So, dann Logistik, Splitter. Von da hinten kommt, genau. Und ich bin mir nicht sicher, ob das gerade alles so passt, wie ich das will, aber okay. So, ihr macht dann Schrauben. Schrauben. Und Schrauben, wobei du hier hinten nur auf 25%, auf 50% läufst. Gut. Na komm. Na. Zack. Und dann passt das wieder genau. Von da nach da, von da nach da, von da nach da, von da nach da. Mhm. Von da nach da, von da nach da und von hier. Ach komm, bitte lass das passen. Och, herrlich. Das ist wie gewollt hier. So. Dann Fusionator. Und dann ziehen wir uns die wieder zusammen hier, ne? Ein dahin. Ein dahin. Ein dahin. Zack. Ach komm schon. Rauf da. Von da nach da. Von da nach da. Von da nach. Na, rein da. Von da nach da. Von da nach da. Und von hier dann dahin. Und dann läuft auch schon die zweite Reihe. Wie gut ist das? Und ich habe es tatsächlich noch in der Zeit geschafft. Ich werde bekloppt. Das ist ja der Wahnsinn. Dann kriegen wir hier die Folge sogar ein Dach drauf. So, was wir jetzt erstmal machen ist, wir machen hier Glasplatten. Da muss noch so viel Zeit sein. Und das haben wir auch. Glas. Zack, zack, zack.
Einfach nur, weil ich es witzig finde. Und dann kommen die hier nämlich auch anders. Die kommen dann so. Zack. Und zack. Wunderschön. Herrlich. So, wie weit seid ihr? Ja, ein bisschen was habt ihr zusammen. Ich guck gleich mal in meinen Lagern, ob ich da noch irgendwie was hinkriege. Oh, das ist ja sogar super, ey. Die Fundamente liegen da auf den Splittern und Fusionatoren auf. Sodass sie sogar ein Gegengewicht haben. Wie wunderbar. Also Gegengewicht, sage ich. Eine Stütze. Das heißt, ich muss hier nicht mal Stützen bauen. Weil sich das über die stützt. Also manchmal... Naja, zumindest so weit es geht, oder? Lassen wir das zählen? Ich glaube, wir lassen das zählen. Ist hier unten ganz schön eng, aber das... Naja, ist halt so, ne? Ist eine Fabrik. Ist halt eine Fabrik. Was will man da erwarten? So, dann gucken wir doch mal, ob wir ein paar Eisenbarren haben, die ich da verteilen kann. 300 bräuchten wir. Die Dinger könnte ich eigentlich auch demnächst mal wegreißen, oder? Die stehen hier auch nur sinnlos rum. Ach, hier steht alles. Ja, ich glaube, ich habe ein paar Eisenbahnen. Wie sieht's aus? Ja. Drei Stück und dann sind wir schon gerade vor. Hui! Und dann haben wir noch nicht mal in die Mäben geguckt heute, ob wir irgendwas erforschen können. Meine Güte. Was passiert, wenn man hier schnell eine Fabrik hochziehen will, ne? So, und hin und her geflitzt. Ich habe noch die Speed vom Dings drauf, von der halbstündigen Folge, glaube ich. So, zack. Dann können die nämlich auch anlaufen. Zack. Zack, zack, zack. Und ihr kriegt Strom. Du kriegst hier. Und du kriegst hier. Und... Nee, du noch nicht. Wer denn jetzt keinen? Du hast keinen Strom. Warum hast du keinen Strom? Das hier Tinef. Mach mal weg hier. Zack. Dann müssen wir... So. Dann kommt das hin. Und du machst auch noch Eisenstangen, ne? Ja. Dann kriegst du von hier auch schon Strom. Du sollst irgendwann mal... Na nun. Müsste hier nicht... Eigentlich... Wenn man vom eigenen Bild verwirrt ist, ne? So, doch, du brauchst auch. Na klar. Achso, du hast auch. Ich hab nur nicht gesehen. So, machen wir dich mal gleich voll. Dann müssen wir gleich nochmal Eisenstangen nachholen. Hätten wir eigentlich auch gleich machen können. So. Und, ja, schade. Aber dann kriegen die auch gleich Strom. Oder? Ja. Ah, ne, ich will erst die Bänder voll haben. Rödel, rödel, rödel. Damit das hier alles schön sauber läuft. Na, guck mal, der ist schon voll. Das ging ja... Ne, der ist noch nicht voll. Das ist doch scheiße. Aber die pumpen hier fleißig auf die Bänder rauf. Guti. Fein, fein, fein. Dann können wir von hier oben aus ja eigentlich noch ein bisschen Wände draufziehen, oder? Ich glaube, hier mache ich mal hier oben rum. Rödel, rödel, rödel. Ist ja der Schlot im Weg. Geht ja gar nicht. Zack, 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 zack. Da bin ich in die Ritze gefallen. Na komm. So. Oh, das war Kotzgrenze. Aber egal. Kriege ich tatsächlich die ganze Halle in einer Folge fertig? Das ist ja... Also nicht die ganze. Obergeschoss fehlt natürlich. Aber... Na komm. Jetzt haben wir noch ein bisschen Beton da und kriegen sogar noch eine Decke reingezogen. Ist ja Wahnsinn.
4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. So. Ich glaube, der Beton reicht aber nicht. Ja, genau, über einem ist natürlich scheiße, ne? Das. Das kommt weg. So, so. So, so, so. Hüpfen wir mal ein bisschen rüber. Na, reicht der Beton tatsächlich noch? Ich gemessen. Zack, 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 zack. Ja, nicht ganz, ne? Leider nicht ganz, aber gut. Da tun wir jetzt noch fix nach. Die Zeit haben wir locker. Die geben auch einen geilen Schwung, die Förderbänder. Total gut. Ich könnte die ja nicht immer noch produzieren. Habe ich so viel Beton verbraucht? Meine Güte. Mein Inventar ist auch ganz schön leer. Das hat hier ordentlich Ressourcen gefressen. Aber gut. Dafür sind sie da, ne? Ich meine, wir haben den Scheiß hier ja nicht umsonst produziert. So, 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 so. Das ist doch eine feine Sache. Und jetzt mache ich einfach noch was für die Optik. Nur weil ich Bock drauf habe. So, und jetzt machen wir da diese Pillars mal vor. Die ich schon die ganze Zeit mal haben wollte. Einen hier und einen. Ne, da stehen die Scheiße. Das gefällt mir auf der nicht. Ich meine, die sind ja schon krass groß, ne? Also da sieht man mal, wie klein ich immer noch denke. Ist ja schon erstaunlich. Moment, da brauchen wir dann erst nochmal einen bei der rüber. So, dann kommen die weg. Und dann die Top-Dinge. Zack und zack. Und die Stützen. Zack. Es macht überhaupt keinen Sinn, aber ich hab's einfach mal. Weil ich es kann. Nee, das ist irgendwie falsch dimensioniert, finde ich nicht auch. Also völlig falsch dimensioniert. Das reiße ich wieder ab. Das passt mir so nicht. Nö, 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 nö. Das möchte ich nicht. Nee, wir lassen das weg. Wir machen einen kleinen Dachüberstand. Das können wir machen. Soll ja auch ein bisschen nach was aussehen, ne? Machen wir die hier mal so rum. Zack, zack, zack. Macht keinen Sinn, aber ist da. Denn ich könnte ja auch Wände hochziehen. Wäre auch ganz witzig. Macht nicht viel Sinn, aber wäre lustig. Nee, lass mal. So, und ich meine, die Halle ist ganz schön groß geworden. Ne? Hier haben wir nochmal so einen genug Platz, dass wir hier nochmal Ressourcen rüberholen können, die dann hier abgeführt werden. Ne? Und ich wollte ja noch tatsächlich, wenn ich dann mal irgendwann soweit bin, können wir mit Glass Foundations eigentlich machen, ne? So auf der Höhe wollte ich dann Wände rüberziehen, also so einen Servicetunnel, wo die alle hier rüber geschippert werden. Ne? Und die ziehe ich dann auch durch die Hallen tatsächlich durch. Und das reißen wir nochmal ab. Das war Blödsinn. Obwohl, da können wir auch hier sowas machen. Zack, 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 zack. Und dann wird das hier einfach runtergelassen. Ne? Das will ich dann tatsächlich auch da drinnen bauen. Mal hoch.
Ja, dass es auch hier weitergeht. Kriegen wir das irgendwie hin? Ach komm. Das ist doch doof. Obwohl, hier kann ich dann auch gleich mit Glasfundamenten eigentlich machen, ne? Zack. Wo man das auch cool mit den Dings hier machen könnte. Mit diesen Eisenträgern. Mit den Frame. Aber die sind zu dick. Ne, das sieht kacke aus am Ende. So, und dann werde ich die hier nämlich auch Wände. Zack. Und dann ziehe ich das hier durch. Jetzt habe ich schon keine Eisenplatten mehr. Naja, gut. Es reicht zum Zeigen. Ne? Und dann können da die fertigen Produkte nämlich einfach abgeführt werden. Wie gut ist das? Ne? Kommt hier einfach nochmal ein Fließband dran, an der Wand hoch und da mache ich dann eine Öffnung rein. Mal so. Und zack. Dann kommt das dahin. Gut. Da ist dann der Zulauf. Wie übersichtlich das hier oben ist. Meine Güte. Das kommt mir ja geradezu leer vor. Was habe ich denn hier beim letzten Mal so lange rumgeeiert? Naja, da waren die Sachen mit den Fahrstühlen, oder? Ich meine, wenn ich überlege, dass ich das hier, da habe ich eine halbe Stunde für gebraucht. Und für den Oschi hier unten. Gerade mal eine. Gefühlt habe ich hier dreimal so viel gebaut. So, hier hört die Produktion schon wieder auf. Sehr schön. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Voll. Voll. Fast voll. Habe ich noch Rohre da? Nee. Dann können wir gleich die Schräubens hier hinten anschmeißen. Herrlichst. Na komm, jetzt warten wir aber tatsächlich, bis das voll ist. Ne? Jetzt brauchen wir ja auch keine Hektik mehr. Wir sind auch bei einer Stunde, das ist super. Das ist voll, das ist voll. Und komm, die drei noch und dann kann ich die Schrauben noch anschmeißen heute. Das ist ja der Wahnsinn. Zack, zack, zack. Und fertig. Wunderbar. Dann kommt hier jetzt noch der Strom. Von da nach da. Und hier hin. Und dahin. Dann dürfen die Schräubchen heute auch noch anfangen. Schön. Ja, wie findet ihr meine kleine Halle hier oben? Ist doch mal ein bisschen was anderes, oder was? Also so ein länglich laufendes Design habe ich bisher auch noch nicht gesehen. Also ich kenne immer diese V-Form, ne, in dem sich alles immer weiter aufsplittet. Aber so ist es doch auch ganz geil. Mir gefällt das. Ich finde das gut. Bist du auf 100%? Ja, sauber. Sauber, sauber. Ich hätte auch den einen nur machen müssen und den einfach übertakten, aber dann brauche ich einfach Unmengen mehr Strom und was soll das. So. Du machst dann nachher auch Rotoren. Schön. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hatte auf jeden Fall eine ganze Menge Spaß. Ich fand das total gut. Wir gucken uns das nochmal von hier oben an. Ne? Ja, wie findet ihr die neue Halle? Ich finde die ist echt groß. Ne? Ich habe diesmal auch ein bisschen was vorbereitet. Wie fandet ihr das? Wäre auch ganz interessant. Könnt ihr mal in die Kommentare hauen. Ne? Zumindest so den Grundriss ein bisschen, sodass wir direkt in die Maschinenproduktion übergehen konnten. Und ja, ne? Haut mal rein. Ich finde den Aufbau tatsächlich sehr cool. Und was ist denn hier? Willst du mich rollen? Mach mal hier. Mach mal ordentlich. So, besser. Und hier eigentlich auch. Auch wenn da jetzt... Nee, hier eigentlich dann nicht. Ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst einen Kommentar da, lasst... teilt das Ganze. Ne? Haut das mal in Social Media ein bisschen rein. Kann nur helfen. Ne? Desto mehr Leute hier sind, desto witziger wird das, desto mehr Austausch gibt es. Und ja, desto mehr Spaß haben wir ja alle auch am Ende. Ne? Dann würde ich jetzt sagen, genug gelabert, ich verquatsche mich schon wieder und ich erzähle nur Blödsinn. Ich merke das ganz selber. Und ja, hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholdt.